Ich bin hier in Panama auf meinem Segelboot Karl. Das habe ich mir im Mai hier in Panama gekauft. Und ja, ich plane jetzt, die Welt zu besegeln. So die nächsten 2 Monate wird jetzt noch ein bisschen geschraubt werden, aber danach hoffe ich, dass es dann losgeht, Segel setzen und dann werde ich erstmal unterwegs sein. Und ich habe eine Route für 3 Jahre im Kopf, sage ich mal so. Ich spreche aber meistens, oder ich habe mir gesagt, ich spreche immer nur über die ersten 3 Monate, weil gerade am Anfang auch alles so ungewiss ist und ich will da auch keine falschen Erwartungen irgendwie aufbauen. Ich hatte mir das einfach so, während ich diese Reise geplant habe, habe ich viel mit Leuten über das Projekt gesprochen und habe gemerkt, dass das bei denen was auslöst. Also ich habe gemerkt, wenn ich denen von diesem Traum erzählt habe, dass ich das jetzt tatsächlich angehe, dass bei ihnen so ein bisschen was im Hinterkopf losging. Oh, stimmt, ich hatte ja auch diese Träume und oder den und den einen Traum. Ich mache das jetzt, Mensch, ich sollte das vielleicht auch nochmal rauskramen und angehen. Da ich gedacht, es wäre doch toll, wenn man irgendwie eine Plattform hätte im Netz, wo Leute, die eben solche Lebensträume haben, sich gegenseitig austauschen, inspirieren, aber auch informieren und vielleicht so ihrem großen Traum irgendwie ein kleines Stück näher kommen. Und daraus ist dann eben dieses Whiteboard Pirates entstanden. Also, dass man quasi weiße Flecken auf der Lebenslandkarte entdeckt, also erobert.